Das hast du dir so gedacht. Naja. Nein, da oben. Die nicht. Die nehmen wir wieder mit. Schön. Hier ist ja nun wirklich alles vertreten in der Höhle. Ups. Nee. Ach was. Und schon wieder ein Dungeon. Schön. Ei, da wollen wir aber nicht runterfallen. Und es scheint, als wäre dahinter ein Spinnspawner. Ich bin da mal echt gespannt, was wir da so finden werden in den Kisten. Wenn denn welche vorhanden sind. Und wir tricksen uns ein bisschen hier durch. Ohoho. Schön. Dann leuchten wir das hier oben mal aus, damit uns nicht gleich ein creepiger Creeper entgegenkommt. Wie scheint, sind wir hier fürs Erste sicher. Wow. Ach, den Spinnspawner können wir eigentlich auch vernichten. Wir packen hier nur mal ein, zwei Fackeln rein. Auf dieser und auf jener Seite. Und schauen dann mal, was es denn von Wert. Was denn so von Wert ist. Eigentlich gar nichts. Ich würde hier gerne was mitnehmen, aber... irgendwie nicht. Ja. Schön. Das ist der andere Eingang. Dann gehen wir hier gleich einmal weiter. Hier kommen wir her, ne? Ja. Hier war auch sonst nichts mehr. Gut, dann gehen wir hier weiter. Boah, du schon wieder. Finde ich persönlich immer ganz schön nervig, aber ohne Monster spielen ist auch doof, weil das ist dann der sogenannte Pussy-Modus und das will natürlich auch keiner. Wir wollen ja nicht, dass es langweilig wird. Super. Haha, da sind schon gleich die nächsten Viecher, die ich gehört habe. Und wir haben keine Fackel mehr. Was heißt das? So, dann machen wir uns mal neue
gibt's aber natürlich keinen Platz mehr für die blöde Kohle. Für die wunderbare Kohle. Ach du liebe Zeit. Hilfe. Wow. Was uns hier in dieser Höhle erwartet, das kann ich nicht sagen, aber ich glaube, es wird schon ziemlich fies da unten. Hilfe. Ach, guck mal, Eisen. Was tun hier oben? Du hast hier nichts zu suchen. Sag mal, ist da oben ein Nest oder sowas? So, dahinter ist Hohlraum. Da geht es... schon wieder ein Skelett. Boah, Hilfe! Verdammte Scheiße! Boah! Nie wieder! Verdammte Kacke nochmal! Boah! Das gesehen? Du kleiner Kacke-Creeper, du Freund. Ja, da kannst du in die Luft gehen, ne? Idiot. Vollpfosten. Mein Gott. Oh mein Gronk. Hilfe, ey. Krieg hier beinahe einen Herzinfarkt. Da muss doch hier irgendwo so ein Assi-Nest sein. So eine Hartz-IV-Höhle. Ich hab Angst. Jei. Hier kann nichts kommen, Gott sei Dank. Man muss ja immer auf alles gefasst sein, ne? Wenn man immer denkt, naja. Hier kann ja nichts kommen. Da kommt auf einmal doch was. Immer aus der Richtung, wo man es am wenigsten erwartet. Eigentlich keine Lust, wieder so einem beschissenen Creeper in die Arme zu laufen. Deswegen passe ich hier jetzt auch so ein bisschen auf. Ja, das war gerade mein Handy. Ist bestimmt so ein Meinungsinstitut. Und zack. Und zack. Scheiß auf die ganzen Fackeln, die wir jetzt hier verbrauchen. Hauptsache, es ist hier ein wenig sicherer.
auch ganz toll. Sollte ich mir mal den Weg freiklopsen? Das ist hier ja übel. Aber eine Menge Rohstoffe haben wir hier. Das muss ich schon zugeben. Gut. So, ich muss mal ganz kurz das gucken. Bin sofort wieder da. So, da sind wir auch schon wieder. Hier könnte man sich eigentlich so einen kleinen Unterschlupf bauen. Aber im Grunde genommen habe ich da heute eigentlich keine Lust drauf, da so ein großes Theater von zu machen. Ich höre doch schon wieder irgendwo Schritte. Ich weiß, dass ich hier überall Kohle übersehe, das ist klar. Aber bevor ich hier irgendwie in die Luft gesprengt werde, gehe ich lieber auf Nummer sicher. Wir könnten auch mit dem Eisen, was wir jetzt haben, könnten wir uns auch eine Eisenrüstung machen. Aber ich weiß noch nicht, ob wir das tatsächlich machen. Weil immerhin brauchen wir für eine ganze Rüstung, ich glaube, 28 Eisenblöcke, Eisenbarren. Das ist schon eine ganze Menge. Dafür, dass ich noch nicht so viele Rohstoffe habe. Aber später gerne. Wir werden dann auch mit dem Zaubertisch, dem sogenannten Enchantment Table, arbeiten. Und noch andere Dinge machen, aber das, wie gesagt, halt erst später. Oh, ich dachte, da kommt was. Gut. Bleibst weg, Spinne.